So, hallo Leute. Nochmal einen kurzen Gruß. Ich bin euch ja noch ein Fazit schuldig für den Van-Vent. Da wurde ich ja jetzt mehrfach drum gebeten. Hier sieht man den Van-Vent gerade voll in Aktion. Hier nochmal die wirklich klasse Fernbedienung zu dem guten Teil. Mein Fazit, Van-Vent oder Max-Van, ist ganz ehrlich ganz klar für den Max-Van ausgegangen. Der Grund ist ein ganz einfacher, weil wer einen ganz, ganz tiefen Schlaf hat, ist alles gut. Für den ist der Van-Vent top, weil den Krach, den kann ich mir einfach beim besten Willen nicht antun. Das ist eins, das ist leider für mich ein erheblicher Nachteil. Ich wird immer ganz, ganz viel erzählt, wie wichtig die Verdunkelung ist zu so einem guten Stück. Meiner Meinung nach ist, warum verdunkeln? Inzwischen bieten wir sogar an, dass wir die Luken von innen mit einer Kunststofffolie schwarz machen, dass also gar kein Licht reinkommt, denn er arbeitet jetzt hier, Jesse kommt mal ein Stückchen vor und geht mal mit der Kamera hoch. Ich mache das jetzt mal, jetzt arbeitet er und jetzt nehme ich das schicke Rollo, mache zu und ist Feierabend mit Lüften, da lüftet gar nichts mehr. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Ich will frische Luft haben, ich habe gar kein Interesse daran, dass da oben Licht reinkommt, denn es ist wirklich morgens früh um 5 Uhr taghell. Dann habe ich die LED-Beleuchtung, das LCD-Display da drin. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 rote LED-Punkte drin. Also ich habe hier schon eine kleine Disco in dem guten Stück. Ansonsten, es ist ein tolles Teil, da brauchen wir gar nicht zu sagen. Aber reinigen, keine Chance, ohne es auseinanderzunehmen, no-go. Das Rollo ist echt schick integriert, brauche ich aber überhaupt nicht, denn ich will frische Luft und keine Verdunkelung ohne frische Luft, denn dann brauche ich mir gar keine Max-Van oder auch keine Van-Van kaufen. Das Geräuschensemble von dem Ding ist für mich auch ein absolutes No-Go und die helle Beleuchtung auch. Darum, ganz zum Schluss, bleibt es bei mir die Max-Van. Die wird von uns ja grundsätzlich mit einem DC-DC-Wandler ausgeliefert. Das heißt, wir haben keine Spannungsprobleme, die sind nicht da. Da brauchen wir uns auch nicht weiter darüber unterhalten. Die Max-Van funktioniert, lässt sich hervorragend verdunkeln, mit kleinsten Handgriffen reinigen, indem ich einfach die seitlichen Klipse losmache. Darum bei 31 Grad hier aus Münsterland von uns einen schönen Gruß und überlegt euch das, die ist gut, wird unter verschiedenen Namen verkauft, dieses Ding. Van-Vent von Carbest, Beluna Van und ich habe da schon ganz viele Namen gehört. Es ist und bleibt ein Chinese wie alles andere auch. Trotzdem, wer sich dafür entscheidet, kein Ding, kriegt ihr auch bei uns 599 Euro fertig eingebaut. Max Van 649 Euro fertig eingebaut. Was euch beliebt, viel Spaß, ein paar heiße Tage bis dahin und tschüss. Nochmal ein kurzer Nachtrag hier zu der Van-Vent. Und zwar schaut euch mal bitte jetzt genau das Display an. Ich glaube, man kann es jetzt sehen. Jetzt steht das hier auf Air Out und auf Automatik. Jetzt will ich aber die Drehrichtung verstellen und zwar nach innen. Dann geht allerdings die Automatik aus und die lässt sich auch jetzt nicht einschalten, wenn ich die Air Out habe. Also wenn ich die Luft reinblasen möchte. Sobald ich wieder auf Automatik stelle, geht der wieder auf Air Out. Das heißt, ich kann automatisch nur Luft rausblasen, aber nicht Luft reinblasen. Stört mich massiv. Denn gerade das ist für mich eine Funktion. Wenn es draußen schön kühle Luft ist, finde ich das genial. Aber gut, auch das ist wieder nur eine Geschmackssache. Das jetzt nochmal von uns. Und mal ganz ehrlich, noch einmal ganz kurz ein Wort zur Geräuschkulisse. Ich nehme jetzt noch einmal hier oben hoch. Dann nehmen wir das Mikrofon mal in die Nähe und jetzt machen wir das nochmal. Nö, tut mir leid, ist nicht meins.